Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu den 15. Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Beim letzten Mal hatten wir etwas Schwierigkeiten mit dem Turm, als auch müssten wir nachsehen, wo der Secret Exit war im Geisterhaus, als auch die Sternmünzen. Haben wir alles jetzt nun erledigt und wir gehen jetzt weiter und mal sehen. Auf jeden Fall möchte ich schon mal sagen, Entschuldigung wegen der Beleuchtung, es ist gerade irgendwie komisch und schlechtes Wetter, voll komisch bewölkt hier in München, deswegen schon mal tut mir leid. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier auch Lags vorkommen bei der Capture Card. Das hoffe ich eben nicht. Na gut, gehen wir beim nächsten Mal weiter. Okay. Ah, ich weiß wo. Ich weiß wo. Weil man muss hier immer schauen, wie es mit dem Weg weitergeht. Es geht hier weiter. Genau. Oh, ich krieg einen Mini-Pilz. Kann man immer gebrauchen. Beim letzten Mal, vor allem von den letzten zwei Parts, also Part 13 und 14, gab es dieses Zzzz im Ton und ich weiß warum, weil ich darf, ich filme ja mit Handy, nicht wahr? Und für einige, die es ersetzt wissen, oh, ist das so schlimm, ach, wen juckt's eigentlich auch? Denn wenn ich während, also ich brauche da so ein USB-Teil, ne? Das Mikrofon ist per USB. Wenn ich währenddessen, also man hat einen Ladestecker dazu, also beim USB-Teil, wenn ich währenddessen auflade, kommt dieser Ton. Und das habe ich jetzt herausgefunden halt. Da habe ich jetzt auch gedacht, gut, jetzt mache ich es mal ohne, hoffe, dass alles gut klappt und bla bla. Gut, dann machen wir jetzt aber weiter. Springwolken und Boomerang-Brüder. Tja, also es ist schon echt bald vorbei, das, also dieses Let's Play. Alter, wo ist die Athletikmusik? Brauchen wir Eisblume? Ach nee, machen wir ohne Eisblume. Sondern, wow, okay, das war schon knapp. Okay. Wollen wir mal sehen, wie es hier, also wo hier eigentlich auch die Starcoins sind. Ich mache hier 100%. Also so bin ich halt bei den Gedanken, außer bei dem zweiten LP-Projekt. Ich weiß ja, worum es ja beim nächsten LP-Projekt handelt. Aber, wow, Boomerang! Shit, shit, shit! Okay, ganz ruhig, ganz... Kleiner... Ey! Als ob! Gibt's hier irgendetwas? Ja, ein One-Up, aber... So viel helfen wird er mir nur auch wieder nicht. Let's go. Oh, shit. Jetzt nochmal? Alter! Ich bin ernsthaft durch diesen einen Koopa gestorben! WTF! Einfach weird. Habe ich vielleicht... Oh. Das ist legal, ne? Ich darf Items in meinem Inventar benutzen. Das ist ja legaler als was Bestimmtes. Ist auch sowieso... Also, kommt drauf an, was ich mit Bestimmtes meine. Kann alles sein. Ach so, da war der Starcoin! Als ob. Schnell nach unten. Deswegen das Feißhörnchen, ne? Deswegen. Und die tun einfach die Kack-Eisblume da rein. So, dann müsste er ihn auch treffen. Oder auch nicht. So, jetzt. Das heißt, ich müsste irgendwie... Ah, perfekt. Schauen wir mal... was hier gibt. Hm. Ich war mir sicher, hier war irgendwas. Jetzt muss ich nur irgendwie... Ja gut, wenigstens bin ich überhaupt draußen. Ich habe zwar mein Feisthörnchen verloren. Aber mal sehen, ob es hier noch irgendwo... Warte, rote Münzen! Die roten Münzen! Okay. Ja, Eisblume jetzt besser als nichts. Ich will zwar eigentlich das Feisthörnchen, aber jetzt besser als nichts. Es hat sogar teils beim Beat gepasst. Komm schon, töte ihn. Mann. Jetzt. Ja. Okay. Nein. Nein. Oh. Boah, man hat voll Echo gehört hier. Auch noch bei der Stange. LOL. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Okay, mehr habe ich leider nicht. Na gut. Was soll man machen?
Wenigstens haben wir schon mal den ersten Starcoin. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, wir müssen auf jeden Fall da runter. Oh lol. Ich dachte, das... Dann hätte ich ihn gar nicht töten müssen. Hä? Oh. Das hätte ich die ganze Zeit so machen können. Was ist das bitte? Jetzt ehrlich, ich mag dieses Level auch nicht. Vor allem, wenn er mich gleich tötet. Okay. Ich hatte schon ein bisschen Angst. So. Was? Da fehlt ein Starcoin? Nein! Halt den Maul, als ob es so ist. Aber wo? Ist er irgendwo hier versteckt oder? Das muss irgendwo hier sein. Ich schwöre, der ist irgendwo hier. Bis auf die roten Münzen, die ich jetzt auch nochmal einsammle. Komm schon, Beeilung. Beeilung! Wieso? Wieso kriege ich die immer einzeln? Scheiß rote Münzen! Mensch, Meier. Jetzt weiß ich, wie Domtendo sich fühlt. Oh, vielleicht? Unwahrscheinlich, aber immer noch möglich. Oh, scheiße. Vor dem Mikrofon gekommen. Zum Glück habe ich mein iPad vorbereitet. Falls ich ja ein Starcoin nicht finden sollte. Ihr werdet zwar jetzt ein bisschen hören, aber wen juckt's? Nein, als ob. Okay, ich weiß es wo. Ich weiß jetzt wo. Da habe ich echt gar nicht erwartet. Da habe ich es echt gar nicht erwartet. Natürlich kann man bei einigen Leuten denken, dass es dort ist. Bei mir aber nicht. Weil ich so dumm wie Scheiße bin. Okay, schnell. Gut. Dann nochmal hier. Ich mache nochmal hier. Und noch die beiden. Sehr gut. Und Eisblume. Sehr gut, da bin ich schon mal etwas sicher. Allerdings, jetzt kommen die nächsten Goombas. So. Alter. So. Es ist irgendwo hier. Ich glaube bei dem. Nein, das war der doch nicht. Er ist ein bisschen weiter links. Also einer von diesen zwei Blöcken zwischen den Itemblöcken, also zwischen den Münzblöcken. Ich wollte schon Munz sagen, aber ich meine Münz. Oh, Moment. Jetzt. Ja, da ist er. Nein, nein! Gott! Mann! Das heißt, ich muss schon wieder die roten Münzen sammeln. Na gut, muss ich eigentlich nicht, aber ich will nicht sofort direkt sterben. Und dann das ganze LP für nur einen ganzen Level verschwenden. Na gut, verschwenden kann man jetzt nicht sagen. So, und noch einmal. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, komm, jetzt mache ich es aber diesmal richtig. Ja, 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 okay, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ich dachte schon, ich verkacke noch einmal. So. Nein! Ach, du kleine... Gut, der verpisst sich eben. Ah, ich habe eine bessere Idee. Ich gehe irgendwie hier runter, weil ich bin der Meinung, dass... Oh, scheiße, der wird... Ja, dachte ich mir schon. Alter, wo... Ah, das war nicht hier, das war der, beim anderen, okay. Ja, hab's erwischt. Jetzt muss ich nur noch hier rauf. Geh doch. Ja, okay. Endlich! Mann! Frage ist jetzt nur noch, wo der ist. Ich hab ihn! Sehr gut. Moin. Also die Münzen jucken mich eher nicht. Aber wen interessiert es jetzt, dass mich die Münzen gar nicht jucken? Gut, egal. Wir haben jetzt den zweiten Starcoin, jetzt wird nur noch einer. Jetzt muss ich nur noch hier lebendig durchkommen, weil ich ja erst gespeichert hatte, als ich noch nicht den zweiten Starcoin hatte. Da gibt es schon mal ein paar Nachteile. Achso, da drüben kann ich auch durch. Aber so wäre es einfacher, nicht wahr? Keine Ahnung. Nein, noch nicht. Aber jetzt. Jetzt gehe ich hier durch. Gut. Dann nutze ich es einfach mal aus.
wenn ich erstmal hier rauskommen würde. So. Und Feuer. Ah, schade. Was bringt eigentlich der hier? Ist einfach nur zur Deko da oder was? Nein! Gott! Okay. Heute wieder ein bisschen Rage pur. Jetzt muss ich schon wieder den Starcoin holen. Nein, ich will nicht Luigi darum bitten. Luigi ist toll, aber nein. It's not Luigi time. Du Luigi. Oh Mann, nicht. Jetzt habe ich's verkackt. LOL! LOL, was? Ich hab's doch noch geschafft. Oh nein. Du auch. Verpiss dich. So. Was ist mit dem? Okay, wenigstens zwei. Das ist schon mal gut. Yes. So. Und ich habe sogar noch die Eisblume. Das ist ja auch noch das Gute. Vor allem, natürlich fragen sich einige, warum halt bei mir keine Cuts sind bei Let's Play. Ich sag mal so, das habe ich schon von Anfang an erwähnt. Wer schon am Anfang dabei war, weiß es. Schule. Ich weiß, es sind gerade Sommerferien, aber bald beginnt die Schule auch wieder. Und weil ich ja jetzt in der 11. Klasse bin, ja okay, niemand glaubt mir, dass ich in der 11. bin, aber weil ich jetzt in der 11. bin, wird es ja härter als davor. Ich war ja in der Vorklasse, in der Voss-Vorklasse. Und jetzt wird erstmal nochmal richtig Gas gegeben mit Praktikum alle 2 Wochen. Also zuerst 2 Wochen Schule, dann noch 2 Wochen Praktikum, Luigi halt der Maul, dann wieder dies, dann wieder das. Und deswegen werden Let's Plays kaum gecuttet. Die werden einfach nur aufgenommen, Intro eingefügt, Outro eingefügt, bla bla. Und dann war es eigentlich auch schon. So, jetzt habe ich alle. Ihr müsst es halt mit Verständnis nehmen. Die werden nicht so sein wie die Gameplays, weil sonst, um ehrlich zu sein, ist es dann auch nicht. Also ich will es chillig machen. Ich will chillig und lang machen, die Let's Plays. Na gut, außer von, komm ich jetzt... Scheiße, jetzt habe ich mich selbst eingesperrt. Na, vergiss es wieder, ich bin wieder draußen. Oh nein, du schon wieder. Verpiss dich. Oh. Oh. Warten wir kurz. Und hopp. Und... Nein, du schon wieder. Ist mir scheißegal jetzt, ich bin fertig. Mann, ich habe echt lange für dieses Level gebraucht. Nur wegen den scheiß zweiten Starcoin. Vor allem, ich muss wieder zurück. Ich möchte doch nach unten. So. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe wirklich keine andere Wahl, als dies zu machen. Vor allem, das ist ja auch ewig her, dass ich hier so einen Mini-Boss fight habe. Oh nein, nein! Ist mir jetzt scheißegal. Hauptsache, ihr verreckt jetzt. Ihr scheiß Fuzzies, ey. Das sind doch Fuzzies. War doch so. Na gut. Stern ist zwar scheiße und bringt mir nicht viel, aber jetzt besser als nichts. Jetzt freue ich mich mal darüber. Weil ich ja sowieso da durch muss. Jetzt kommt Wasserballons in luftiger Höhe. Wollen wir mal sehen, was hier... Oh! Ach so, okay. Daran erinnere ich mich sogar teils. Das war natürlich cool, das so mit den Wasserballons. Das mochte ich schon sehr. Muss ich schon sagen. So, wollen wir mal sehen, wo es gleich den ersten Starcoin gibt. Erstmal den da oben töten.
Nein, wieso habe ich den? Oh Gott, ich habe vergessen, dass ich schwimmen muss. Ich muss halt mit Mario schwimmen lernen. Was soll man da machen? Oh, oh, oh. Ich könnte eigentlich auch dort rausgehen, aber ist jetzt sowieso egal. Hauptsache, die Koopas verrecken erstmal. Oh. Was sieht man denn da oben? Ich wusste es! Aber kein Starcoin. Okay, das ist lächerlich. Oh, da oben ist er. Warten wir erstmal. Ach, ist auch nicht sowieso egal. Nein! Ah, Mist. Mist. Oh, lol. Den Wasserballon habe ich gar nicht gesehen. Ach Mann, halt's Maul. Warum bist du überhaupt ein Smash-Character? Okay, Glück gehabt. Ich nehme das wieder zurück. Also, meine Frage, warum Piranha-Pflanze ein Smash-Character ist. Ich hätte es auch so machen können? Intelligenz ist überhaupt nicht da. Oh, wieder rote Münzen. Beeilen wir uns. Sieben. Acht. Geil. Vor allem, ich habe auch nicht gerade viel Zeit. Sieht man da oben schon gleich weniger als 200 Sekunden. Oh, der ist da oben. Okay. Stop. Nein! Okay, sonst wäre ich beim Fuzzy gelandet und da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nein! Nein, du kleiner Fuzzy! Ich krieg das noch hin, Leute. Okay, machen wir erstmal Stern, okay? Machen wir erstmal den Nick. Weil Nick hat ja Stern gesagt. Okay, der Meme ist eigentlich schon langsam schwach, sag ich jetzt mal. Ist auch sowieso egal. Alter, Alter! Nein, oh, ich hab's nicht geschafft. Okay, ich dachte eigentlich gerade, ich würde sterben, aber okay, dann halt nicht. Ich weiß nicht, was ich mehr hasse. Hasse. Cheep Cheeps oder Fuzzies? Ich glaube eher Cheep Cheeps. Weil Cheep Cheeps kommen einfach so von irgendwo her. Wie AP beim Video von Vic, als er Mario Kart ihn auf einmal eingeholt hat, falls irgendjemand es von euch gesehen haben sollte. Teil davon ist, also, Vic hat es, also bei Vic wurde es geschnitten hochgeladen und dummer Bockman hat daraus auch ein Ostbeth gemacht. Das ist ja, also falls jemand fragt, was ist ein Ostbeth, YouTube-Kacke-Version eines Best-Offs würde ich so beschreiben. Hä? Ich hab doch dieses scheiß, Feuerdings angemacht. Das nennt man Feuerblume, ich Idiot. Mir ist kackegal. Kackegal ist das eigentlich scheißegal. Aber jetzt habe ich wenigstens alle Star Coins jetzt raus aus dem Level, ey. Vor allem, ich bin auch kurz davor, das Let's Play sogar komplett zu beenden. Gut. Dieses Level hätten wir auch hinter uns. Ich würde sagen, wir machen noch das nächste. Und ich glaube, dann war es auch für den Part. Kann sein, kann nicht sein. Kommt drauf an, wie schnell das Level jetzt war. Das nächste. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal extrem entschuldigen für damals, als ich sogar fast 40 Minuten Parts hochgeladen hatte. Okay. Nee, jetzt. Achso, ich weiß wo. Okay. Ich wollte wenigstens ein Item erwischen, ne? Wenigstens überhaupt was. Ob es ein Stern ist oder nicht. Feuerblume. Feuerblume ist okay. Muss ich sagen. Feuerblume ist okay. Das benutzen wir auch gleich, damit es uns etwas hilft. So. Okay, machen wir noch dieses Level. Schlangenblock im Tal des Nebels. Oh, ich glaube, ich weiß schon, was damit gemeint ist.
Ja, dachte ich mir schon. Schauen wir mal, ob da bestimmte Items noch vorkommen oder soll ich einfach nur die Feuerblume benutzen, die ich gerade habe. Was weiß ich. Wir werden es schon noch sehen. Bei dem werden wir gerade anhalten. Und da kann ich mal sehen. Ah, perfekt, perfekt. Das ist cool, dass Feisthörnchen dabei ist. Oh, sollte ich das lieber anschalten? Ja. Dachte ich mir schon. Ich muss es anschalten. Okay, sonst hätte ich aber auch einen Cooper benutzen können. Wäre aber nicht so schlimm, wenn ich einen Cooper auch benutzt hätte. Aber so wäre es einfacher natürlich. Ich kann mal kurz ein Gesprächsthema überlegen. Talk with ATNL. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr, also für die, die den Kanal abonniert haben, wie ihr den eigentlich so findet. Also meiner Meinung nach, ja, ist es eigentlich ein cooler Kanal so zu erfinden. Das war eine gute Idee, ey, Pro, falls du das Video hier siehst. Und, also meiner Meinung nach ist es euch eine gute Idee gewesen, diesen Kanal zu erstellen. Immer noch schade, dass halt, der Atinator 9001 ich beendet habe. Aber was hätte ich sonst auf den Kanal eben hochladen sollen? Da hätte dann lieber kein Talk with ATNL da sein sollen, sondern einfach nur als Erinnerung. Boah. Einfach nur einen Talk with ATNL Kanal erstellen und den behalten. Also den 9001. Oh shit. Ich sollte da runtergehen. Yep. Man weiß ja nie. Nein, ich bin doch gesprungen. Achso, lol, der gibt ein Item raus? Das waren jetzt die grünen Münzen. Und schade, dass ich das Item nicht erwischt habe. Das ist schon schade. Also gerade bin ich chilliger als vorher. Was soll man dazu machen? Dazu machen, genau. Dazu sagen wollte ich ja nicht. Mein. Alter, ich hab grad ge. Das kann jetzt mal weg. Nein! Oh, wow. Das war knapp. Nein! Ich bin so voll Idiot! Ich gehe sowieso runter, weil ich runtergehe. Okay. Grünmünzen aktivieren. Hier. Dann da oben. Und hopp. So, jetzt. Geil. Weiter geht's. Da freue ich mich mal. Oh, kann sein, dass. Also, irgendwo ist der Starcoin. Frage ist aber, wo? Ach, da ist er ja. Bam, bam. Eine Münze fehlt. Und die ist gerade runtergefallen. Hat man, glaube ich, nicht wirklich gesehen, welche ich gemeint habe. Es war vorhin, als ich es gesagt habe, links. Dieser links vom Bildschirm runtergefallen. So, jetzt. Und noch einer. Okay, gut. Noch geschafft. Ich würde auch sagen, das war's schon mit dem LP-Projekt. Also, LP-Party, ich Idiot. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Oben da. Mann, ich verspreche mich nur noch. Beim nächsten Part gehen wir endlich zu dem Turm von Ludwig, fordern ihn heraus und dann gehen wir auch automatisch zu unserem Pilzkönig, also das Pilzschloss. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.